Und direkt weiter im Anschluss für mich an die letzte Folge. Ich nehme heute ziemlich viel am Stück auf, muss man sagen. Wir haben das letzte Mal da diese Bohrmaschinenverbesserung gefunden. Das heißt, wir sollen in Hastings das Geologische Institut finden und das haben wir gefunden. Das ist das, wo wir hier schon Werkzeug abladen. Aber jetzt wird es erst angenommen. Der Ingenieur war erfolgreich. Sogar noch erfolgreicher als erwartet. Der Bedarf an Maschinen hat sich für beide Tunnelbaustellen reduziert. Jawohl. Also da können wir das Ziel jetzt auf jeden Fall eher erreichen, weil da haben wir ja schon ein Drittel. Das gefällt mir sehr gut. Weiterlaufen lassen. Bitte weiterlaufen lassen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auch mehr Geld verdienen. Zum einen, ich habe mehr Busse in den Städten eingeteilt. Zum anderen haben wir auch einen zweiten Zug. Wobei der eigentlich müsste der doch voll sein. Wie gibt's denn das, dass der nicht voll ist? Ja, der macht schon ordentlich Geld, muss man sagen. Wir bauen halt die Personen in den Städten werden weniger, dafür am Bahnhof jetzt halt wieder entsprechend mehr, hoffe ich mal. Wenn die Züge das ja entsprechend dann fertig schauen, können wir irgendwann auch geradeaus weiterfahren. Was passt jetzt nicht mehr? Versuche mehr abzutransportieren. Was ist voll? Stahl. Gut, ist ja kein Problem. Wobei, da warten wir nicht auf Stahl, sondern auf Bretter. Wo bleiben die Bretter? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mehr Fahrzeuge bei Bretter sowie Stahl einsetzen. Die Frage ist, ob wir nicht gleich dann auf... Ja, wir können noch auf die setzen. Nur 5 Stücke auf Bretter auf jeden Fall. Stahl? Da waren nur 5 Stück. Dann schauen wir mal, was daraus wird. Noch scheint es gut zu laufen mit der Straße. Ist voll. Wir brauchen mehr Züge. Uns reichen die Kapazitätsanforderungen der Züge einfach nicht. Zug ist voll. Fährt auch massiv Gewinn ein. Selbst der Stadtbus in Calais fährt Gewinn ein. Das gibt's doch auch nicht. Gut, Kohle fährt kein Gewinn ein. Maschinen. Weil Bretter fehlen. Genau. Gibt's da nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Zug. Mindestens noch einen. Das gibt's doch nicht. Jetzt warten da schon wieder 200 Leute.
der ist ja ewig langsam, muss man sagen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall den Zug dann auch mal ausrangieren, wenn genug Geld da ist. Beziehungsweise der nächste gekauft ist, dann wird der auch ins Depot geschickt und die Tenderlok getauscht. Weil die ist viel zu langsam für das, was wir hier vorhaben. Voll. Wir fahren hier nur Gewinn ein. Die Frage ist, wird es wahrscheinlich da... Ne, da lohnt sich tatsächlich nichts. So, nach oben schon. Aber nicht dahinter. Da müssten wir irgendwie so fahren. Also ich glaube, Geld spielt erstmal keine Rolle. Versuche mir abzutransportieren. Kein Problem. Bretter. 5 Stück auf Bretter England. Na, lasst mir weiterlaufen. Wir haben auf jeden Fall auf die setzen. Na, Personen haben wir den, glaube ich, gehabt. Wobei der wäre sinnvoller, ne? Wir bleiben noch bei denen. Fünf brauchen wir auf jeden Fall. Machen wir das Fenster zu. Das ist ja ewig laut. Hintergrund. So, nochmal. Aber 5 Stück. Müssen wir wieder warten, bis wir ca. so 8 Millionen haben. Dann können wir die Tenderlok von der anderen auch tauschen. Auf jeden Fall viel Gewusel. Schaut euch mal die LKWs an. Okay. Maschinen Frankreich. Den. Und dann haben wir Maschinen. Maschinen da. Nein. Da genau das gleiche. Weil die fahren plus ein, die Linien. Das heißt, wir können die Fahrzeuge auch austauschen. Kohle. Nochmal Kohle. Dann ersetzen wir es auch gleich gegen die neuen, größeren Fahrzeuge, die sogar noch schneller fahren. Macht am meisten Sinn. Bretter.
Nochmal Bretter. Haben wir schon mal einiges. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass wir das entsprechend einrichten. Vor allem bei den Linien. Hose gleich auf die. Können sie ruhig automatisch ersetzen. Weil mit alten Bussen fahren weniger Leute. Das ist wirklich so irgendwie im Spiel hinterlegt. Die Schiffe, ja, die müssen wir aber vorhanden setzen, weil das sind dann eh Spezialfälle. Versuche mehr abzutransportieren. Ja, wir können nicht mehr, ist alles voll. Züge sind voll, Waren sind voll. Es geht nicht mehr. Komischerweise, das steigt, aber da drüben steigt nichts. Wahrscheinlich verkaufen wir gleich alles wieder. So, die Sache ist die, wo können wir die anhalten? Also wir werden alle von der Linie ins Depot schicken und verkaufen. Aber wir verkaufen doch kein Werkzeug. Mengen da hinten so weit hinterher. Können wir überhaupt uns nicht leisten. Da können wir fast nur einen vierten Zug einsetzen. War jetzt lassen die Passagierzahl natürlich noch. Der fährt ins Depot durch. Genau, weil der kriegt eine neue Tenderlok. Genau, Linie zuweisen. Zuweisen. So, jetzt fährst du mal los und dann schauen wir mal, was daraus wird. Bisschen laufen lassen, aber ich auch schau mal in die Städte an, da könnte man noch mehr fahren lassen. So viel Plus haben wir ja noch nie eine Mission gehabt auf Anhieb. Also die sind sehr schlecht abgemischt, muss man sagen, die Missionen. Bei der einen kaum Geld für irgendwas, da muss man wirklich sparen. Und da können wir es raushauen, das Geld, wie wir wollen. Ach ja, ich wollte ja hier die Fahrzeuge ersetzen. Nämlich wenn, dann setzen wir gleich die ganz neuen ein. Klar, ne? Und wenn wir uns die Fahrzeuge so anschauen, sind Fahrzeuge mit 16 Jahren dabei. Also die haben halt noch Alter, wissen wir es ja. Die haben ja 25 Jahre bald voll und dann sind die fertig.
Wir warten auf Bretter, tatsächlich. Das heißt, wir werden mal schauen, ob wir die Straße jetzt nicht wirklich doch schlussendlich ausbauen könnten. Weil es ist einfach zu viel Verkehr gewesen für diese Strecke. Die geht noch gerade so. Nach da oben ist einfach viel zu wenig. Ich glaube, wir müssen da noch mal. Ein Schiff mit Brettern. Und eins mit Maschinen. Kaufen zum Rüberschicken. Was nimmst du jetzt mit? Wie du fährst da jetzt umsonst drüber? Da liegen Kohle und da liegen Bretter. Er nimmt Kohle mit, warte mal. Er nimmt tatsächlich gar nichts mit. Also Schiffe sind manchmal wirklich strunzdumm. Ah, Doppelstockwaggon. Achso, der hat nur Bretter mitnehmen wollen. Na dann. Die Frage ist, wie teuer ist der Doppelstockwaggon? Weil sonst könnten wir zukünftig alle Züge ja durch Doppelstockwaggons ersetzen. Die fahren nämlich schneller und sind einheitlich. 13 Millionen, also nix. Das heißt, wenn wir nur ein wenig sparen, könnten wir uns auf jeden Fall schon mal eine neue Zugflotte kaufen. Es geht voran, so langsam. Zwei sind auf automatisch gestellt. Schauen wir mal. Er kriegt auch nochmal eine neue Lektion und dann. Läuft doch soweit jetzt erstmal alles ziemlich gut. Wir könnten noch mehr Busse einsetzen. Wir müssen noch mehr Busse einsetzen.
Vielleicht müssen wir doch so langsam da mal auf eine Straßenbahn setzen in den Städten. Ah, da hinten ist aber ziemlich gut. Da passt's. Schauen wir mal, wie sich alles so wenig entwickelt. Also das heißt, wir fahren natürlich jedes Jahr massiv plus ein. Das ist sehr gut. Also wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein Schiff mit Retter. Jetzt haben wir zwei mit Bretter, ein mit Kohle und zwei mit Maschinen. Da kommt der mit 115 her. 150 Bretter sind ja nix. Da müssen wir auf jeden Fall. Na, das machen wir in der Folge noch. Beziehungsweise nicht mehr in der. Erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Ciao.